meinem neuen Video. Julian, ich filme gerade voll deinen Po. Wo ist die Kamera? Ja. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Leute, ich muss einschlagen. Okay. Es gibt eine Verlosung für meine Abonnenten. Sieht man die? Ja. Oh. Das gibt's also zu gewinnen. Leute, seid Abonnent, schreibt einen Kommentar. Für jedes Kommentar nehmt ihr einmal teil. Fertig. Ich bin viel schneller am Erklären. Ganz kurzer Einschnitt. Es stehen 7 neue Gewinner fest. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Die Gewinner werden immer in dem jeweiligen Video in der Infobox bekannt gegeben. Damit ihr das Ganze schnell findet, habe ich euch die 7 Videos hier in der Infobox nochmal verlinkt. Deswegen checkt das unbedingt aus und checkt da die Infoboxen aus und guckt, ob ihr gewonnen habt. Ich drücke euch die Daumen und jetzt geht's weiter. Wir müssen uns jetzt beeilen. Genau, in einer Stunde macht das Autohaus zu. Der ist nämlich schon ein paar Wochen da. Ganz ehrlich, wir haben keinen Parkplatz, wir haben keinen Platz für dieses Auto. Wir wohnen nun mal in der Wohnung, in keinem Haus. Und das Problem ist... Du bist das Problem! Du bist das verdammte Problem! Oh, du bist kein Problem. Du bist so gemein. Okay, lass mal los. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Wow, hiermit könnte man filmen, wie gespannt du bist. Aber leider ist es ja zum Gewinnen da. Die Kamera ist so cool, die checkt jetzt ein. Oh oh. Und wo ist unser Auto? Wir kriegen unser Auto wieder. Fährst du mit dem und ich fahr mit dem anderen? Ja, also fahren wir jetzt einfach erstmal nach Hause. Ja, erstmal den Wagen abstellen. Ist ja unnötig, mit 2 Autos hier durch die Gegend zu fahren. Okay, okay. Wenn er jetzt nicht angeht, das wird so. Tada! Neue Batterie am Start. Okay, bis gleich. Boah, Leute, wie lange saß ich bitte nicht mehr in diesem Auto? Nicht mehr normal. Ja. Bis gleich. Gar nicht abgehoben, Frauen hier. Nein! Ah! Du bist so ekelhaft. Geschmolzen, voll lecker. Das schmeckt aber lecker. Schmeckt echt geil. Was ist jetzt schon wieder? Guck doch mal an deine Ärmel. An deine Ärmel. Oh, wie lustig. Ja, klar. Boah, krass, das wäre fast noch ab. Ey, ich schwöre, jetzt wäre beinahe weg gewesen, ja? Aber weißt du was, ich habe letztens... Wichtig ist, dass man seine Banane auch manchmal ordentlich durchspült, nicht wahr? Weißt du, worüber ich letztens nachgedacht habe? Dass ich es vermisse, so wie in meinen 10 Arten, wie du so asozial zu reden. Dann hör jetzt mal auf, wirklich. Du vermisst es, asozial zu reden? Das macht manchmal Spaß. Die Assi-Mandy. Ey, Junge, ich schwöre, wie siehst du eigentlich aus, Bruder? Wie alt bist du? Ey, was für 3, Junge? Ich schwöre, in deinem Alter, ich war Gangs auf der Straße, ja? Oh! Heiß! Heiß! Ah, hast du dich jetzt ernsthaft so hart verbrannt? Oh mein Gott, Leute, wenn ihr wüsstet, was ich jetzt vorhabe. Eigentlich habe ich jetzt gar keine Zeit, euch irgendwas zu erklären, aber jetzt im absoluten Mega-Schnelldurchlauf. Erstmal, der Julian ist gerade weg. Ich habe den jetzt mit Mühe und Not aus der Wohnung geschafft zu katapultieren. Wie erkläre ich euch jetzt gleich nochmal und warum? In diesem Video ist irgendwie noch gar nichts passiert. Wir hatten irgendwie heute überhaupt keine Zeit, um irgendwas Cooles für den Vlog zu filmen und zu machen. Und ich wollte unbedingt, oder ich will immer, dass die Videos aufregend und lustig sind und dass was passiert. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was kann ich machen? Und ich saß so im Wohnzimmer gerade eben, war am Handy, gucke einfach diesen Bären an, der Julian hat einfach meinen neuen Kuschelbären angesprüht und dann hatte ich wie so einen Gedankensblitz und mir ist eingefallen, dass wir unten im Keller noch pinke Wandfarbe haben von einem ganz alten Video, wo, wie ist das nochmal, 5 Minuten ist alles erlaubt. Da hat der Julian mir doch mal pinke Farbe über den Kopf geschüttet und davon haben wir einfach noch was übrig und ich habe schon voll lange, wir wollten eigentlich die Farbe schon längst weggeben, weil die schon so lange unten in unserem Keller steht. Und immer haben wir überlegt, was können wir damit noch machen. Und jetzt habe ich diese Farbe und noch ein paar andere Sachen, die ich im Keller gefunden habe, Pinsel und sowas, einfach gerade hochgeholt. Und ich versuche jetzt, unsere Wohnung pink zu streichen. Du bist doch nicht ganz dicht, doch. Das einzige Problem an der Sache war, hätte ich das mit dem Julian abgesprochen, hätte der ja niemals dazu ja gesagt. Warte mal, Leute, ich versuche mal. Ich habe echt nicht viel Zeit. Ich schätze mal, eine halbe Stunde ist der jetzt weg. Also der Julian hätte halt niemals ja dann dazu gesagt. Und deswegen dachte ich mir, ich muss das jetzt unbedingt machen. Ich liebe Pink und er wird es mir eh nicht erlauben. Und habe ihm erzählt, dass, weil wir heute noch nichts für den Vlog gefilmt haben, dass ich mich irgendwie noch kurz fresh machen will, kurz unter die Dusche will, ob er kurz einkaufen gehen kann, allein damit wir ein bisschen Zeit sparen. Er war eh schon mega genervt davon. Auf jeden Fall ist er jetzt gerade weg vor, keine Ahnung,
5, 6 Minuten. Ich war ganz kurz schon im Keller. Boah, sehe ich jetzt scheiße aus. Egal. Und jetzt fange ich erstmal hier im Flur an. Oh, boah, ich finde es richtig geil. Ich liebe einfach so Projekte. Aber in so einem Stress. Ich bin mal gespannt, wie weit ich jetzt komme, bis der fertig ist. Ich habe mir übrigens so eine richtig asoziale Einkaufsliste geschrieben. Ne? Ich habe so viele Sachen da drauf geschrieben, die wir eigentlich gerade überhaupt nicht brauchen. Die wir natürlich irgendwie gebrauchen können, aber eigentlich nicht gerade. Ich bin echt gespannt, wie der gleich reagieren wird. Also ich glaube, mit nichts rechnet er weniger, als dass ich jetzt hier anfange, unsere Wohnung irgendwie zu streichen. Okay, wisst ihr was? Ich fange jetzt einfach an, weil wenn er nämlich einmal die Farbe auf der Wand ist, hat er eh verkackt. Boah, diese Farbe ist so schön, ne? So ein richtig geiles Prinzessinnenpink. Das ist schon ein bisschen gemein, oder? Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott, was habe ich getan? Das ist schon eine krass heftige Farbe, Leute, ne? Das ist schon krass intensiv. Ich finde es super. Sieht richtig schön aus einfach. Ich krieg den schon noch davon überzeugt. Wir haben ja einen pinken Flur. Boah, sieht das geil aus. Das ist so cool. Ich kann gleich mal auf mein Handy gucken. Oh, oh. Der hat mich vor 13 Minuten angerufen, zweimal. Boah, ich bin so geschwitzt. Na, das ist so gestresst. Ist denn da bei irgendwas kaputt? Ja. Ja? Jetzt ist es schwer in der Kasse. Was war denn? Ich bin von einem komischen Shampoo-Spül und hab's ungefähr 100 verschiedene. Ich hab's einfach irgendeinem. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, ja, ist kein Problem. Ich brauche nur irgendwas. Ja, und was meinst du mit Wasser? Wir haben ungefähr 200 Flaschen Wasser letztens im Kühlschrank, weil ich jetzt Fliegen gekauft habe. Ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Wie lange brauchst du denn jetzt ungefähr noch? Wir stellen der Karte und gleich fertig. Tschüss. Okay, tschö. Okay, scheiße. Scheiße. Ja. Oh nein, der wird mich so hassen. Der wird mich so hassen. Boah, ich wäre so... Boah, ich glaube, würde er irgendwie jetzt eine ganze Wand grün streichen oder so, ich wäre so sauer auf ihn. 6,5 Stunden später. Scheiße, was mache ich jetzt? 3, 2... Boah, mein Herz klopft so schnell. Was? Hallo, Julian. Hast du gemacht? Ich hab... Du hast dich gar nicht geduscht. Nein, ich hab unsere Wand fängt gestrichen. Das ist voll schön, guck mal. Oh nein, Leute, ich glaube, er ist nicht so begeistert. Find ich klasse, großartig, weiter so. Das kommt nicht mehr raus, das ist... Da ist keine Tapete, das ist der Putz direkt, ne? Ach Quatsch, natürlich ist da eine Tapete oder irgendwas. Wir haben keine Tapete. Natürlich, da ist schon was. Nein, das ist direkt der Putz. Ach Quatsch, ja, dann überstreichen wir halt den Putz. Jetzt nur fürs Video die Wand gestrichen. Nein, weil ich es echt schön finde. Guck mal, ich habe dir sogar ein Herz hier hingemalt. Juli, nicht sauer sein, bitte nicht. Das ist... Ja, warte mal ganz kurz. Juli, dann soll ich doch... Der Stuhl ist voller Farbe. Aber es sieht mega aus. Komm, es sieht echt cool aus. Die Farbe ist schön. Die hast du damals ausgesucht. Ich habe die ausgesucht? Ja, die habe ich im Keller noch von diesem 5 Minuten ist alles Keller. Die Farbe, die ich dir über den Kopf kippen wollte, ja. Die habe ich doch ausgesucht, damit ich die über den Kopf kippe, nicht damit ich die an die Wand mache. Ja, aber ich muss es erstmal fertig streichen jetzt. Du hast sie nicht mehr alle. Ja, so können wir es doch nicht lassen. Ich bin eh schon so... Und genervt wegen diesem Einkauf. Jetzt ist unser Flur pink. In der Tat. Oh, dieses Vloggen bringt mich um, ne? Ich liebe pink. Ja. Das war's, junge Dame. Du bleibst nie mehr alleine hier drin. Doch. Ist sogar aufgefallen, ich bin wie so ein Opa einmal da lang gegangen. Da ist so Tütensuppe, Tütensuppe. Und irgendwann guckt mich einer so an, weil ich so laut Tütensuppe gesagt habe. Oder? Weil ich habe noch über anderthalb Stunden... Ich glaube, man sieht die Wand, ja. Ich habe über anderthalb Stunden diese Wand noch ordentlich versucht zu streichen. Leider
geht das jetzt nicht mehr weg? Bleibt das einfach für immer so? Das bringt Abwechslung rein. Außerdem habe ich das versucht von Ordnung. Das bringt allerdings Abwechslung rein. Guck doch mal her. Guck mal, ich habe hier so alles mit Streifen abgeklebt. Okay, ist jetzt nicht mega ordentlich, aber ich habe es versucht. Oh Gott, das ist pink geworden. Ja, komm, dreh dein Ende. Ich habe keinen Bock mehr auf dein Video. Warte mal. Du musst jetzt einmal irgendwas noch dazu sagen. Du bist einfach sauer. Mir fehlen einfach die Worte. Es ist, haben wir nicht alle gelacht. Jetzt habe ich das pinke Problem an der Backe und jetzt können wir das Video einfach beenden. Der wird sich schon wieder beruhigen, der Junge, ne? Oder, Julian? Nein! Boah, geil, das ist eiskalt. Nicht das letzte Tag ist aber ein Scheißtag! Ups. Ich glaube, es wird Zeit, dieses Video zu beenden. Ich hoffe, die Aktion hat euch ein bisschen Spaß gemacht und euch ein bisschen unterhalten und dieses Video ein bisschen aufregender für euch gestaltet. Bitte gebt mir einen Daumen nach oben, weil der Julian wird mir definitiv keinen Daumen nach oben auf dieses Video geben. Ich gebe keinen Daumen. Das ist aber richtig. Gibst du mir einmal nochmal die Verlosung? Was denn? Denkt dran, ihr könnt in diesem Video, wenn ihr mein Abonnent seid, einfach mit einem Kommentar unter diesem Video an dieser Verlosung teilnehmen und ihr könnt diese Action-Cam hier gewinnen. Wasserdicht, 4K-Auflösung und... Oh Gott. Ich überzeugte ihn schon noch vom Pink. Okay, Leute, danke fürs Einschalten. Schaltet morgen um 14 Uhr wieder ein, seid am Start, denn da haben wir auch was sehr Geiles vor. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es wird, glaube ich, sehr aufregend und lustig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis morgen!